Gehen wir auch gleich mal in das. Ach komm, die können wir jetzt jedes Mal wieder machen. Morgendämmerung machen wir gleich mal. Und da nehmen wir. Da habe ich gar kein passendes Schiff dafür. Okay. Dann die verlorene Expedition eventuell. Passt auch nicht, gell? Doch, da passt die hier gerade noch so. Dann nehmen wir die HMS Triton mal. Und dann nehmen wir das Scharlachfieber noch. Komm hier. Reparieren, bestätigen. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar gute Schiffe wieder in die Flotte reinkriegen. Sonst wird das nicht Schiff entsenden. Aber wir haben gerade ordentlich Kohle wieder bekommen. Was wir allerdings auch erstmal für das Dorf jetzt ausgeben werden. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Achso, das ist unsere letzte, oder wie? Versprechen, dass man nicht bricht, geht auch nicht. Dann gehen wir mal komplett zurück nach Golf von Mexiko. Das bringt jetzt zwar nicht so viel, aber wenigstens bringt es irgendwas. 200 haben oder nicht. So, Schiff versenden. Flupp. Und da haben wir alle Schiffe versendet. So. Ja. Das sollte passen. So, dann gehen wir auch mal raus hier. Bestätigen. So. Und weiter geht's. Lalalala. Was haben wir denn jetzt an Geld? 12.000 haben wir schon wieder. Cool. Da haben sich die 7.000 ja auf Deutsch gar nicht verabschiedet, die wir hatten. So, und dann geht's jetzt mal hier. Moment, das Tattoo mal ordentlich legen. Müssen wir mal kurz schauen hier, was ist du? Ach komm, das haben wir da auch noch nicht gemacht, oder? Das müssen wir auch mal machen. Wenn wir jetzt einmal dabei sind. Dame fortgeschritten. Damit bin ich eigentlich recht gut. Fortsetzen. Den ersten Zug machen, ja. Wir machen mal 500. Okay, auswählen. Los, komm, das schaffen wir. Dame. Okay, wir gehen einen vor. Jetzt will er springen. Jetzt müssen wir versuchen zu springen. Ha, Mist. Hat er gut geblockt. Ein Spiel mit viel Taktik. Hat man das früher so gespielt? Ja, das ist doof. Jetzt kann ich nämlich nirgendwo. Wenn ich hier hinsetze, dann kann er über mich drüber springen und nochmal. Deswegen mache ich erstmal. Ganz schön schwer mit der Steuerung so. Die Maus ist nämlich ziemlich schnell. Mist. Mist, 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 Mist. Gehe ich erstmal hier vor. Taktische Ansicht R. Naja, okay. True, was mache ich jetzt so? Der spielt echt gut. Ist halt für fortgeschritten, ne? Ich kann nichts machen, was mich irgendwie. Was macht er jetzt? Mist. Jetzt kann ich den hier machen. Ohne dass er springen kann. So, springen. Flip. Und da haben wir den ersten Stein von ihm. So, und wir springen zur Dame. Flup. Sollte reichen. Wunderschön. Jetzt bewege ich den dahin. Soll er sein sicher gleich darunter setzen? Nee, macht er nicht. Okay, dann legen wir den dahin. Jetzt kann ich allerdings über seinen Spielstein jetzt rüberspringen, gell?
Danke für das Spiel. Hat er aufgegeben oder was? Hä, wie habe ich ihn jetzt gewonnen? Okay, gut. Was haben wir hier? Informationen beschaffen. Okay. Gib mal her das Zeug. Leiche! Wunderbar. Gut, sehr schön. Dann schaue ich jetzt mal weiter. Was haben wir denn da hinten? Da hinten haben wir jetzt zum Beispiel noch was, das wir bauen können. Unsere Insel ist ja doch schon recht fortgeschritten. Ich dachte nicht, dass wir die so weit ausgebaut haben. Was willst du denn? Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Enttäuscht, dass es keine Frauen gibt? Ja, ich weiß auch, wo es sie gibt. Meistens in Zivilisationsgegend. Aber ich will es doch kaufen. 15.000 für Frauen. Ja, Frauen sind teuer. Ablehnen. Tut mir leid, mein lieber Freund, aber das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir keine Frau leisten. Ich bitte an die Aussage. Aber stimmt ja in dem Fall sogar. So, dann schauen wir mal ganz kurz in den Gemischtwarenladen rein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was verkaufen und kriegen dann eine Frau. Das sind einfach Aussagen. Können wir was verkaufen und kriegen dann eine Frau. Okay, gut. Jagdbeute verkaufen. Nee, Quatsch, nicht Jagdbeute, Jagdfracht verkaufen. Da haben wir es doch. Zucker! Bestätigen, kriegen wir nochmal 1100. Und rum bestätigen, kriegen wir nochmal 1100. Wow, wir könnten uns jetzt eine Frau leisten. Ah, ist das schön. Metall und so Zeug haben wir ziemlich viel. Dann würde ich aber... Merci. Bevor ich mich des weiblichen Vergnügens widme, würde ich doch nochmal mein Schiff ausrüsten wollen mit 15.000. Wenn das nämlich das Einzige ist, was wir momentan noch kaufen müssen auf der Insel. Moment, ich guck mal ganz kurz. Hier hinten sind auch noch... Nee, da ist auch noch was. Bucht-Upgrade. Da kann man hingehen, ich will mal gucken, was das ist. Da oben muss ich dahin, okay. Wenn das jetzt nichts Besonderes ist, dann trade ich das Schiff erstmal ab. Und ansonsten hole ich mir das da. Mal schauen, was es sein soll. Bin ich ja sehr gespannt jetzt. Schade, dass uns die Läden kein Geld einbringen oder so. Das wäre auch ziemlich cool, wenn dann die einzelnen, dass man das doch ein bisschen wie bei Fable machen könnte. Ja, ich weiß, wie Fable ist. Geht. Ich habe es zwar nie gespielt, aber ich habe es Let's Play gesehen. So. Das fand ich finde das ziemlich cool bei Payback, dass man sich so die einzelnen Häuser kaufen kann und so. Deswegen fände ich es auch cool, wenn man das hier so machen könnte. So ähnlich zumindest. So, hier ist die... Ach, siehst du mal, hier hängt die Karte, die wir gefunden haben. Die ganzen Kunstgegenstände, die wir finden, hängen dann also alle hier drinne irgendwann. Verstehe. Hier ist nichts Besonderes, interagieren. Nicht wie ein Zuhause haben. Herrenhaus, Fassade, soll diese Konstruktion verbessert werden? Naja, nee, komm, das machen wir noch nicht, also das können wir uns leisten, wenn wir in Prunk und Protz leben, das ist was für später. Da gehe ich jetzt lieber mal zum Schiff. Ich kann keine Schnellreise machen. Nein. So, der läuft ziemlich langsam in seinem Haus. Ach Quatsch, hier muss ich ja gar nicht hin. Da ist unser Feuerkeller drunter. Ich finde das Haus schon mal ziemlich geil. Ich muss schon mal sagen, ach warte mal, wir haben doch noch einen Schlüssel gekriegt, oder? Haben wir nicht einen... Jawoll! Und noch einen! 3 von 5 haben wir schon. Ach du meine Güte. Ich dachte nicht, dass wir so viele haben. Na, das gefällt mir doch. Huch! Lag mal ein bisschen weniger. Wenn wir 3 von 5 Schlüsseln haben... Oh, was ist denn heute los? Ich muss gleich nochmal... Wisst ihr, den ganzen Vormittag geht's mir großartigst. Dann fange ich an mit Aufnehmen und rasch hier. Weißt du wie? So, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Moment. Ach, da hinten, okay. Du sollst da runter, ja genau. Jetzt müsste es hier theoretisch eigentlich hochgehen. Ja, da hinten geht's hoch.
Und dann tun wir das mal kurz erkunden. Vielleicht findet man ja noch einen Schatz oder sowas. Bisschen mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wer mag keine? Kohle, Kohle, Kohle. So. Und synchronisieren. La, 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 la. Und Sprung! Wuhu. Und da haben wir gleich das Boot in der Nähe und steigen auf das Schiff. So, flips! Zurück zum Schiff. Zurück zum Schiff. Ja, der Captain ist gern gesehen. Yay! So. Und noch einmal schnell das Schiff aufrüsten. Und dann haben wir es geschafft auf der Insel. Wir kaufen Jackdaw Upgrades. Ja, wollen die Breitseitenkanonen verbessern, auf jeden Fall. Und die Stärke der Schettengeschosse schon mal auch nochmal schaffen. Finde ich wahnsinnig toll. Stärke der Feuerfässer kann man noch machen. Jawohl, bestätigen. Lager für schwere Kugeln können wir nochmal aufrüsten, machen wir auch. Und ansonsten, Lager für Feuerfässer können wir nochmal machen. Hey, machen wir auch. Wunderbar, und weiter geht's mit ja. So. Dann begeben wir uns mal auf das Deck. Und das Schiff. Aber haben wir echt die gelben Segel? Ich hab die nicht mal dran gemacht, weil ich nichts Besseres hatte. Da müssen wir auf jeden Fall so was Besseres holen, weil die gelben sind jetzt nicht so der Burner. Sieht eher so aus wie so ein Diplomatenschiff oder so. Ist zwar eine gute Tarnung, aber naja, muss nicht sein. Captain ist am Ruder. Und wir stechen in See. Schnellreisemenü öffnen. Na nur so viel Zeug gibt's hier zu entdecken. Weißt du was, wenn wir einmal hier sind, das habe ich jetzt gar nicht geahnt, dass so viel Zeug hier auf der Insel liegt. Wenn wir einmal hier sind, dann machen wir das gleich. Wäre auch Schwachsinn, wenn wir jetzt extra weggehen, um das später nochmal zu machen. Ich wusste gar nicht, dass die Insel so groß ist. So, was haben wir denn da? Da ist auf jeden Fall schon mal irgendwas. Ja, das habe ich doch gerade schon gemacht. Okay, ich dachte, das hätte ich gerade schon mal gemacht. Werde ich jetzt paranoid oder schizophren bei meiner anderen Persönlichkeit voll gemacht? Alles klar, okay, jetzt weiß ich es ja. Ach so, stimmt, ich kam ja irgendwie hinter, gell? Stimmt, hier geht's ja, glaube ich. Stimmt, siehst du, hier ist ein Weg nach hinten. Und von da aus geraten wir dann wahrscheinlich auch zu den anderen Orten. Flotten müssen wir nach Holz, was jetzt schon? Ach du meine Güte. So. Wo sind denn die ganzen Schätze? Okay, das dauert noch kurz, dann haben wir's. La 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 la. Ich glaube, da muss ich andersrum. Moment. Ich glaube, ich jetzt hier lang. Genau. Hoch da. Und rein da. Wunderschön, da haben wir schon mal einen Schatz gefunden mit 300. Warum auch nicht? Wir müssen da raus. Edward, da ist. Sehr wunderschön. So. Wo geht's denn jetzt weiter hin? Hier lang, hier lang. Ah, hier waren wir doch schon. Haben wir nicht alles mitgenommen hier? Anscheinend nicht. Wir bewegen uns aber geradewegs auf einen Schatz zu. Wahrscheinlich gab es ja noch überall versteckte Gänge und sowas, die wir erkunden können. Wow, okay. Ja, anscheinend schon. Ich sehe schon, das ist jetzt ein bisschen tückisch auf dieser Insel. Erbeuten! Flups!
So, und da haben wir schon das nächste. Wo gehen wir jetzt hin? Hier kommt gleich ein Zeichen. Ah, hier, okay. Siehst du mal? Da kommen wir doch sicher so hoch, oder? Nee, nicht ganz. Ich sehe hier auch gar nichts bei der in dem Dschungel. Das ist ein bisschen... Wo geht's jetzt lang hier? Und rüber mit dir! Jawohl! Und jawohl! Oh, was für ein Mann! Und ja, Fragment! Und weiter geht's. Zu wo auch immer. Ich bin gespannt, was das ist. Das ist aber bestimmt wieder ein Schatz. Eine Echse, aber wir wollen zum Schatz. Zum Schatz, 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 Schatz. Wir wollen zum Schatz. Da, 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 da. Ich kenn einen Schatz und der geht jeden auf die Nerven. Jeden auf die Nerven. Hä? Hier hoch oder wie? Wie komme ich da rüber? Ach, hier. Alles klar. Huch, nein. Hier. Du sollst ja nicht da... Edward. Rüber. Genau. So, hier irgendwo muss jetzt liegen. Glaube ich. Ja, das scheint natürlich ein Licht drauf, ein heller Sonnenstrahl, was auch sonst. Flupp. Und so wenig für diese Anstrengung. Oh, das ist ja echt gemein. Was ist das denn? Ein Bär. Ich renn mal hinterher. Oh, ich dachte, er greift mich an. Weißen Jaguar erlegt. Juhu! Und eine Schnitzelanimation. Knochen und weißer Jaguar. Was will er mit Jaguar-Knochen? Naja. Oh, Seite holen. Da, 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 da. Yeah, wir haben eine Shetty gefunden. Wir sind die Besten. So. Wunderschön, da hinten sind wir. Ich würde aber jetzt sagen, wir nehmen ab jetzt mal ganz kurz in Parts auf. Und zwar habe ich gemerkt, das wird nicht. Aber ich brauche die Folgen, weil mir gehen die Folgen aus langsam und ich werde einfach nicht gesund. Darum werde ich jetzt die Folge hier beenden und wir nehmen in Parts auf, dann kann ich mich zwischendurch immer wieder regenerieren. Ich tue das nur für euch. So, okay, bis da. Bis morgen. Ciao.